Du wirst deine Ziele garantiert erreichen oder auch nicht, wenn du auf diesen einen Punkt nicht achtest. Oder wenn du eben auf ihn achtest, dann nimmst du höchstwahrscheinlich den direkten Weg zu deinem Ziel. Das, was du dir vornimmst, das, was du anstrebst. Schau dir dieses Beispiel an und du wirst sehr schnell erkennen, welchen Punkt das ich hier meine. Eine Kundin ruft mich an und sagt, ja, sie würde gerne ihre Selbstständigkeit verwirklichen. Sie würde jetzt gerne losstarten. Ja, gut, gesagt, getan. Was ist das Produkt? Wie sieht's aus? Wie sieht der Markt aus? Was sind alles für Punkte und für Schritte notwendig, um jetzt eben loszustarten? Haben wir gemacht. Und dann sagt sie, so, und jetzt startet sie los. Was ist der nächste Schritt? War meine Frage. Ja, dies und jenes zu tun. Sehr gut, super. Und dann nach einer Zeit ruft sie mich an und sagt, ja, sie hat diese und jene Frage. Ja, das ist gut. Und ich frage, wie sieht es denn aktuell aus? Bist du gestartet? Hast du diese Schritte gemacht? Und sie sagt zu mir, ja, weißt du, ich habe jetzt noch eine andere Ausbildung angefangen und das finde ich sehr interessant. Das wird mich auch wieder weiterbringen. Ja, das ist schön, eine weitere Ausbildung. Wie sieht es mit unserem besprochenen Thema aus? Bist du dabei? Bist du auf dem Weg? Bleibst du auch dabei? Ja, gut, dass du es sagst. Du hörst mich, gell? Du weißt, was ich meine. Sie ist nicht dabei geblieben. Sie hat dann wieder was anderes angefangen. Sie hat dann wieder etwas anderes gestartet, was sie auch sehr, sehr interessant und spannend findet. Und das besprochene Thema ist mal so stehen geblieben. Und so geht es so vielen Menschen. Sie würden zwar gerne losstarten, sie wissen genau wohin und sie wissen auch noch wie. Und auf ihrem Weg sehen sie sehr viele andere Dinge noch, die auch sehr interessant und spannend sind. Was passiert? Der angestrebte Weg oder der gestartete Weg, der bleibt jetzt mal wieder stehen. Was meine ich mit diesem einen Werkzeug? Wenn du das hast, wirst du sehr erfolgreich sein, du wirst deine Ziele erreichen und wenn dir das fehlt, dann wirst du ja, viele Dinge tun, aber du kommst nicht vom Fleck mit deinem Thema, du kommst nicht weiter. Ich meine, das hat ein Wort, Fokus, Aufmerksamkeit auf das Ding, auf genau das und zwar täglich. Als Hauptthema. Und anfangs, wenn wir etwas losstarten, sagen wir, ja natürlich, das ist jetzt mein Hauptthema. Und dann kommen so diese Nebengeräusche. Wir haben ein Handy in der Hand und da sind tausend Dinge drin und wir werden bespielt von allen Seiten. Aber nicht, das Thema ist nicht, dass wir bespielt werden, sondern wir lassen uns eben ablenken von allen Themen und dann kommen von außen noch Dinge dazu und wir entwickeln uns zum lebhaften Bauchladen. Wir interessieren uns für alles, aber wir machen nicht das, was jetzt anstehen würde. Das Gesetz der Aufmerksamkeit. Energie folgt der Aufmerksamkeit. Oder materielle Umsetzung folgt der Aufmerksamkeit. Oder Dinge zu realisieren ist immer eine Folge von Aufmerksamkeit. Auf das, was wir schauen, das, was uns wichtig ist, genau das fängt sich an zu entwickeln, zu entfalten. Da kommen genau zu diesem Thema neue Punkte dazu. Aber genau diese Punkte, die eben zu diesem Thema passen, um eben weitergehen zu können. Und so viele Menschen starten zwar los, sind inkonsequent, schauen links und rechts und sehen sehr interessante Dinge und machen dies und jenes und noch ein bisschen da und dort auch noch ein bisschen. Ja, und das finde ich ja auch sehr interessant. Aber es passiert grundsätzlich gar nichts, außer dass einem die Zeit verrinnt. Außer dass man sehr viel Zeit vergeudet. Natürlich, wenn man das möchte, ist klar. Aber so kann es leicht mal passieren, dass man 2-3 Jahre nichts weiterbringt. Weil, und das ist oft ein sehr großer Punkt,
weil oft dieser Druck fehlt. Dieser Druck, es machen zu müssen, fokussiert sein zu müssen, Gas geben zu müssen, weil es gar nicht anders geht, weil irgendwo vielleicht die Existenz schreit oder jault und sagt, hey Junge, mach! Das fehlt oft, dieser Druck. Aber die Frage ist doch, brauchen wir immer diesen elenden Existenzdruck oder diesen Zwang zu müssen? Oder würde es auch funktionieren, wenn wir unseren Fokus ganz klar ausrichten, und zwar täglich, zu unserem Thema? Nicht, weil wir müssen, sondern weil wir wollen. Und dann entsteht unser Thema Tag für Tag, Stunde um Stunde, Moment um Moment. Stimmt schon. Es kann oft ein bisschen mühsam sein. Oft geht es zwei Schritte vor und einen wieder zurück. Richtig gerechnet. Es geht immer einen Schritt nach vor, auch wenn man wieder mal zurückgeht. Es geht immer nach vorne. Das Gesetz der Aufmerksamkeit. Auf das, was du schaust, genau das wächst, das fängt an zu blühen. Das wird sich in dein Leben, in deinem Leben zeigen, manifestieren. Und ein Kunde hat zu mir mal gesagt, ja, das, was du sagst, das hört sich alles recht richtig an und recht gut an, aber weißt du, ich habe da jetzt nicht so die Zeit, das umzusetzen. Ah, was machst du denn? Ja, ich mache dies und jenes und in der Früh und am Abend und mittags und dann und dies und jenes. Ja, ja, klar, das passt schon. Aber wenn wir unser Hauptthema nicht fokussieren, nicht im Blick haben, nicht auf unserem Radar haben, ja, dann wird das nichts. Ganz einfach, einfache Rechnung. Da braucht man nicht einmal Mathematik studieren. Das geht sich nicht aus. Sich Zeit und innere Räume zu schaffen für sein Thema, darum geht's. Fokus, Fokus, Fokus. Und wenn du ebenfalls von A nach B kommen möchtest, wenn du vielleicht noch ein Thema hast, wo du sagst, ja, ist das schon mein Thema, ist das schon mein Weg oder wie kann ich das machen, dann findest du unten einen Link. Meld dich an zu einem Strategiegespräch mit mir. Wir zwei reden miteinander, komplett kostenfrei und unverbindlich. Dann schauen wir, wie du sofort Klarheit finden kannst, damit du eben die Abkürzung gehst von A nach B, damit du eben klar fokussiert bleibst, damit du eben schon erfolgreich bist und ganz wesentliche Dinge eben nicht vergisst, so wie manche, und dann eine Schlaufe nach der anderen machen und noch einen Umweg und nochmal um den Berg rumfahren und ja, 3 Jahre später, ah ja, genau, das wär's ja gewesen. Du konntest schon erfolgreich sein, denkst du dann und sagst, shit. Wenn dir das so geht, hey, komm, hau rein. Meld dich unten an oder wie auch immer, hau rein. Fokus, Fokus, Fokus. I love it. Hey, bis zum nächsten Video. Ich freue mich drauf. Servus.